Jetzt geht's erst richtig los. Wir hatten ein sehr interessantes Auftaktgespräch und machen eigentlich nahtlos weiter. Welcher Staat, welche Bürgerinnen? Die Idee ist, dass wir uns mal über die grüne Erzählung vom Staat und der Gesellschaft unterhalten. So würde ich es mal formulieren. Und in der Tat ist die Frage der derzeitigen Erfahrung des Umgangs mit Geflüchteten und Migrantinnen ja ein sehr interessantes Anschauungsfeld, um sich mal klarzumachen, wie läuft es eigentlich so in unserem Staat, wie läuft es eigentlich mit den Behörden und was wäre eigentlich eine Idee von Staatlichkeit, die wir interessant fänden und von der wir glauben, man müsste mal wieder drüber sprechen. Es gab ja immer wieder Anläufe, über die Aufgaben des Staates neu nachzudenken, auch öffentlich nachzudenken. Das scheint mir schon eine Weile her. Vielleicht ist das ja hier auch der Beginn eines neuen Nachdenkens zu neuen Aspekten und mit neuen Lösungen. Es ist selbstverständlich so, das wollte ich noch sagen, dass wir, wenn wir über Staatlichkeit nachdenken, jetzt auch über andere Fragen von Gerechtigkeit nachdenken, etwa wie ist es denn eigentlich so mit der Entwicklung unserer Gesellschaft oder auch mit der Frage, wie ist es denn mit den Investitionen, mit den staatlichen Investitionen in die Zukunft, in unsere Infrastrukturen. Ich habe gehört, die eine oder andere Straße ist nicht mehr im allerbesten Zustand, ähnlich wie die eine oder andere Behörde vielleicht auch. Also das alles können wir hier ins Gespräch einbeziehen. Aber im Kern geht es um die Frage der Staatlichkeit. Und da trifft es sich sehr gut, dass wir hier in unserem kleinen Küchentisch, wir dachten, wir machen mal nicht so eine komische Podiumsding, sondern wir rücken so ein bisschen zusammen. Wenn ihr übrigens andere Getränke wollt als Wasser hier vorne, wir haben hinten ein bisschen was Alternatives noch deponiert. Da trifft sich jedenfalls sehr gut, dass wir eine sehr, sehr interessante Runde hier haben mit Menschen, die schon länger über diese Fragen auf die eine oder andere Weise, Art und Weise nachdenken. Ich fange vielleicht mal zu meiner Rechten an mit Silvia Löhrmann. Silvia Löhrmann ist Ministerin in Nordrhein-Westfalen für Schule und Weiterbildung und gleichzeitig noch stellvertretende Ministerpräsidentin des mit Abstand größten Flächenlands, das die Republik zu bieten hat. Das ist schon mal eine Sache, weshalb wir uns freuen, dass Silvia, du Zeit für uns hast. Die zweite Sache ist, dass Silvia Löhrmann an der entscheidenden Institution oder verschiedenen entscheidenden Institutionen im Bereich Bildung vielfältige Erfahrungen gemacht hat, wie eigentlich eine öffentliche Institution besser und schlechter läuft. Auch das interessiert uns sehr. Herzlich willkommen, Silvia Löhrmann. Dann ist es so, dass links neben Silvia Löhrmann und rechts neben mir Rainer Hank sitzt, den viele von Ihnen sicher auch schon zur Kenntnis genommen haben, entweder über die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, wo er seit langen Jahren Stücke zur Wirtschafts- und Finanzpolitik schreibt, der auch Ressortleiter ist, der sich sehr intensiv mit der Frage von Gleichheit und Ungleichheit auseinandergesetzt hat. Und wie das so in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung ist, sind es jetzt nicht so trockene Analysen, wie sagen wir mal in der FAZ im Wirtschaftsteil auf Seite 4 sonst so, sondern sehr interessante, inspirierende, gut zu lesende Stücke und deshalb ist es eine große Freude, dass Sie heute da sind, Rainer Hank. Dann zu meiner Linken Petra Dobner von der Universität Halle-Wittenberg. Sie ist dort Professorin für Systemanalyse und vergleichende Politikwissenschaft. Das klingt alles jetzt so etwas abstrakt noch, aber es wird viel konkreter, wenn Sie wissen, dass sie einschlägige Bücher geschrieben hat zu Fragen politischer Steuerung, zu Governance-Fragen, also genau das, was uns heute Abend interessiert. Und
Sie hat sich, das hat mich auch nochmal befreut, habe ich vorhin schon gesagt, sich intensiv befasst mit der Ressource Wasser. Denn es ist ja vielleicht nicht ganz blöd, wenn wir über Staat nachdenken, mal über eine elementare Ressource des Menschseins oder des Lebens überhaupt zu sprechen. Herzlich willkommen, Petra Dobner. Und dann, last but not least, Steffen Mau. Lieber Steffen Mau, wir sind als Berliner wirklich wahnsinnig froh, dass Sie jetzt endlich den Sprung von Bremen nach Berlin geschafft haben. Steffen Mau war nämlich lang als Makrosoziologe oder Soziologe mit Schwerpunkt Makrosoziologie in Bremen und hat da sehr viel zu Governance gemacht, auch ganz stark natürlich an der Frage zu an der internationalen Schnittstelle. Und jetzt hat er eine Professur für Makrosoziologie hier in Berlin. Das heißt, die Wege sind kurz und darüber freuen wir uns sehr. Steffen Mau hat ein Buch geschrieben, das nicht nur jetzt für ein akademisches Fachpublikum gedacht war, dessen Titel ich jetzt kurz raussuchen müsste: Lebenschancen, Lebenschancen, Edition Suhrkamp. Und das sich ganz wunderbar liest, weil es das Botschaftenmanagement dieses Buchs nicht über Fußnoten stattfindet, sondern sich im Haupttext findet. Und Steffen Mau das ist mir wirklich ein Herzensanliegen, eins der interessantesten Bücher zur Gerechtigkeitsfrage überhaupt rausgegeben vor ein paar Jahren. Das heißt Ungleiche Gleichheit, das Un in Klammern. Und das hat mir deshalb sehr gut gefallen, weil da nicht nur äußerst kompetente Beiträge zu verschiedenen Aspekten der Gerechtigkeitsfrage sich finden, sondern weil das ein sehr kontroverses Buch ist, das zu jedem Kapitel sich die Mühe gemacht hat, mal unterschiedliche Positionen zu präsentieren, unter anderem auch von Rainer Hank, wenn ich das richtig erinnere. Also, wenn Sie im Nachgang zu unserer Konferenz noch mal was nachlesen wollen, dann tun Sie das entweder auf der Webseite der Böll-Stiftung, da gibt es nämlich ein Dossier auch mit den Texten, oder in dem Buch Ungleiche Gleichheit von Steffen Mau. Herzlich willkommen, Steffen Mau. So, nachdem die Runde hier Ihnen bekannt gemacht wurde, würde ich eigentlich gerne unmittelbar einsteigen und mal ganz naiv und ohne große Vorrede Silvia Löhrmann fragen: Was ist eigentlich das grüne Staatsverständnis? Ich glaube, das grüne Staatsverständnis gibt es nicht. Aber ich kann sagen, was ich glaube, wie wir an Gestaltung, und Politik ist ja gestalten wollen, wie wir sozusagen Gestaltungsprozesse versuchen sollten zu steuern. Und welche Fragen sich interessanterweise auch aufwerfen, gerade im Moment, bezogen auf die Herausforderung Flüchtlinge. Ich bin eine Anhängerin dessen, dass es gut ist, Ordnungsrahmen zu schaffen und es auch bestimmte Verbindlichkeiten von Vorgaben geben muss. Ich sage mal ein Beispiel. Ich profitiere jetzt sehr davon im Moment, dass 2009, als es damals hoch umstritten war, Deutsch als Zweitsprache, als Pflichtmodul in der nordrhein-westfälischen Lehrerbildung verankert worden ist, als einzigem Bundesland. Da profitiere ich im Moment sehr von, weil ich 1200 DAZ-DAF-Stellen besetzen konnte bisher. Träumen andere Bundesländer davon. So nach dem Motto, das wird sich doch irgendwie fügen, weil es ja ansteht. Kleines Beispiel. Ich bin aber auf der anderen Seite dafür, dass wir Freiheit einräumen und eher Ziele definieren und nicht so sehr jedes kleine Detail regeln, weil jedes kleine Detail auch zu regeln auch dazu führt, dass nur noch schematisch Dinge abgearbeitet werden und man nur noch auf Quantitäten guckt und bestimmte Qualitäten außer Acht gelassen werden und qualitative Fragen viel, viel wichtiger sind, etwa im Bereich der Bildungspolitik, aber sicher auch in anderen Bereichen. Was eine Grundeinordnung angeht, und das kann ich an Beispielen, könnte ich diese These, könnte ich die
vielleicht deutlicher machen. Und was ein Grundverständnis angeht, wir haben ja einige Jahre im Landtag gehabt, da hatten wir die Linkspartei und wir haben die FDP und da haben wir Grüne uns immer als in der Mitte verortet betrachtet. Auf der einen Seite privat vor Staat, man macht mit Rasenmäher Stellenabbau und es wird schon irgendwie so gehen. Auf der anderen Seite eine sehr etatistische Linkspartei, da haben wir immer gesagt, wir sind dazwischen, wir sind da genau dazwischen. Wir wollen einen Rahmen setzen, aber wollen auch Freiheit einräumen in der Entwicklung. Und mein schönstes Beispiel ist natürlich unser Schulkonsens, den wir mit zivilgesellschaftlichen Akteuren erarbeitet haben. Wir haben über Ziele gesprochen und nicht über Schulstrukturen und haben dann entwickelt, den Kommunen Handlungsfreiheit zu geben und die Kommunen entscheiden, welche Schulen sie vor Ort haben und die Eltern suchen sich die Schulen aus. Oder aber wir gestalten eine Ganztagsschule und ich bin froh, dass eben auch nicht staatliche Institutionen, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, natürlich nicht um den Unterrichtsinhalt zu bestimmen, aber um Kindern was über Unternehmen zu erzählen oder Kinder gehen in Unternehmen, machen Praktikum und lernen was über ihre zukünftigen Berufe oder aber Kultureinrichtungen kommen in Schule oder aber Kinder gehen in die benachbarte Musikschule oder in die biologische Station, um einfach Lernen anders zu machen als im 45-Minuten-Takt. Also das sind Facetten einer grünen Herangehensweise. Im Schulbereich haben wir das Ermöglichungsstrategie genannt. Ich kann es aber auch auf einen anderen Bereich beziehen. Johannes Remmel hat ja wir haben ein Klimaschutzgesetz und wir haben einen Klimaschutzplan. Und entgegen vieler Vorurteile ist er eben nicht so und so müsst ihr das machen, sondern es ist eher ein Angebot, um sozusagen auch zivilgesellschaftliches, kommunales Handeln subsidiär geprägt vor Ort auszugestalten, damit Klimaschutz auch von unten gestaltet wird und nicht einfach nur verordnet wird. Das sind vielleicht einzelne Facetten. Vielen Dank, Silvia. Vielleicht darf ich noch einmal ganz kurz an einer Stelle nachfragen, bevor ich weitergebe. Du sagst, ich verkürze es vielleicht etwas, man muss sozusagen öffentliche Institutionen, die müssen ja auch nicht unbedingt staatlich sein, die können ja auch staatlich finanziert sein, zum Teil, und privater Trägerschaft. Wir müssen die öffnen für Zivilgesellschaft. So. Kurze Rückfrage, kannst du das nochmal ein bisschen genauer beschreiben, wie so eine Verzahnung von Staat und Zivilgesellschaft aussehen könnte, ohne dass ein ganz bestimmtes Milieu der super engagierten Vollzeitbürger, die ja auch ganz gern grün wählen, den Laden übernimmt? Ja, das, also ich sag mal, im Bereich Schule ist das ganz klar. Wir haben verschiedene Formen von Ganztag. Im Bereich der Grundschulen haben wir offene Ganztagsangebote, weil wir auch da, das haben uns auch Rückmeldungen gegeben, auch befragungsmäßig. Die Leute wollen, dass es ein Ganztagsangebot gibt, aber sie wollen keinen Zwangsganztag zum Beispiel, die grüne Wählerschaft. Und das finde ich auch richtig. Und deswegen gibt es offene Angebote. Da haben wir ein sogenanntes Trägermodell. Das heißt, ich habe mit allen relevanten Organisationen, die landesweit organisiert sind, also die Landesmusikschulen, wir haben die Gedenkstätten, wir haben Sport, mit dem Sport haben wir Landeskontrakte und die örtlichen können sozusagen kommunale Kontrakte daraus ableiten. Das heißt, dann ist klar, diese Organisationen sind auch von uns befürwortete Ansprechpartner für die Erweiterung des offenen Ganztags. Und das beugt dann auch direkt dem vor, dass ich das mache, um jetzt Geld zu sparen oder so, sondern darum mache ich das nicht, sondern um Schule bunter und lebendiger zu machen, als sie nur von Lehrerinnen und Lehrern zu gestalten. Im Bereich der weiterführenden Schulen, wenn wir einen gebundenen Ganztag haben, kann ein Drittel der Stellen kapitalisiert werden. Das heißt, auch da können Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, andere Personen als nur Lehrerinnen und Lehrer genommen werden. Und das war ein Kampf vor meiner Zeit in meinem Ministerium, weil da gab es die Lehrerlobby, die gesagt haben, Schule, das können nur wir. Und wenn andere da reinkommen, dann ist das nicht so gut. So. Und ich bin froh, dass damals, und ich selber habe das auch richtig, eine andere Entscheidung getroffen ist, weil Schule mehr ist als Unterricht. Und außerschulische Partner verändern Schule zum Guten.
Und wenn die Kinder viel rausgehen, in ein Museum, in eine Gedenkstätte, dann lernen sie anders, dann lernen sie intensiver. Also das Aufbrechen von klassischen Mustern ist da sehr, sehr gut und das hat nichts damit zu tun, dass Milieu XY die Schule übernimmt, weder die Wirtschaft noch jetzt, ich sag mal, die grüne Basisgruppe oder sowas, was dir da im Kopf schwebt. Jetzt nenne ich ein anderes Beispiel, wo man was gut machen kann. Wir haben die Flüchtlingssituation, der Umgang mit den Flüchtlingen, wenn sie denn bei uns in den Kommunen dann zugewiesen sind, dann beginnt die Integration, wenn sie aus den Landeseinrichtungen heraus sind, ist im großen Flächenland schon auch eine besondere Schwierigkeit. Dann haben wir haben kommunale Integrationszentren, die das begleiten. Und die haben wir jetzt, weil da Zivilgesellschaft hochaktiv ist, ganz grandios, brauchten wir auch nicht verordnen. Das haben die von alleine gemacht, weil die Hilfsbereitschaft so groß war. Haben wir jetzt gesagt, wir müssen aber die Zivilgesellschaft auch stärken und haben sozusagen ein Komm-an-Programm gemacht, was wir in die kommunalen Integrationszentren geben und wo dann vor Ort entschieden wird, mit welchem Verein mache ich denn was und wo schaffe ich zur Unterstützung der Zivilgesellschaft, verstärke ich sozusagen professionelle Strukturen, damit die nicht irgendwann auch nicht mehr können, die zivilgesellschaftlichen Akteure. So, das sind vielleicht zwei Beispiele. Vielen Dank, Silvia. Petra Dobner, ich gehe mal ganz kurz nach links. Brauchen wir eine Debatte über neue Staatlichkeit? Silvia Löhrmann hat ja gerade ein mögliches Element von so einer Debatte beschrieben, nämlich eine andere Verzahnung von Zivilgesellschaft und Staat. Wo mir sofort die Frage auffällt, braucht eigentlich die Zivilgesellschaft staatliche Unterstützung bei der Bewältigung dieser Aufgaben oder braucht am Ende doch eher der Staat und die öffentlichen Institutionen zivilgesellschaftliche Unterstützung? Also da Sie ja keine Grüne sind, zumindest keine aktive Grüne, wäre das für uns wichtig zu hören, wie sich das für Sie anhört. Den Fehler muss ich erstmal korrigieren. Ich bin seit 20 Jahren Grüne. Und insofern. Auch in Amt und Mandat? Nee. Okay, aber in treuer Gefolgschaft. In treuer Gefolgschaft. Sie, das wussten wir gar nicht. Nee, eben. Das Geheimnis kann man ja durchaus mal lüften. Wahrscheinlich bin ich länger Grüne als die meisten. Egal. Also das. Es gibt ein schönes Zitat von Luhmann, oder das ungefähr lautet: Sobald man das Wort Staat in den Mund nimmt, kriegt man viel zu viel Komplexität auf den Bildschirm. Und ähnlich wie Luhmann haben eigentlich auch alle anderen, die so Anfang des letzten Jahrhunderts anfingen, diese Staatslehren zu schreiben, Heller und Jelinek und so weiter, die ersten drei Seiten sind immer dem Feststellen der Tatsache gewidmet, dass man eigentlich über den Staat gar nicht sprechen und schreiben kann, weil es ja alles viel, viel, viel zu komplex ist. Und dann schreiben sie 500 Seiten. Bei Luhmann sind es jetzt nicht ganz so viele, aber ich finde, das bewahrheitet sich im Kern trotzdem immer, dass sobald man das Wort Staat, Staatlichkeit in den Mund nimmt, tun sich unendlich viele verschiedene Facetten auf. Bei jedem kommt ein anderes Bild. Ja? Der eine denkt vielleicht an Polizei, der andere an Merkel, der dritte an Schule, der vierte an ganz was anderes. Und klar, der Staat ist eben auch vielschichtig, aber deswegen würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und jetzt nicht beantworten, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir Staat sagen, sondern nur in Erinnerung rufen, dass man sich immer klar machen muss, worüber man eigentlich jetzt gerade spricht, weil man sonst eben sehr, sehr Unterschiedliches unter diesem Begriff zusammenmauscheln kann und muss. Und man kann es natürlich versuchen, auf der einen Seite über die Aufgaben, über das, was der Staat macht, wofür der Staat zuständig ist, was er alles kann und was er darf, so, das wäre so eine, oder in welchen Sphären er sich bewegt. Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel im weitesten Sinne die administrative Ebene. Ja? Der Staat ist natürlich auch Administration. Der hat dafür, für Ordnung zu sorgen. Aber der Staat hat eben auch ganz, ganz andere Aufgaben. Er hat auch die Aufgabe der Gestaltung. Er hat die Aufgabe, die öffentliche Sphäre zu gestalten und so weiter. Und je nachdem, wie man da gerade drauf guckt, wird man zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen, was man eigentlich vom Staat hält. Und dann natürlich logischerweise im zweiten Schritt auch zu sehr unterschiedlichen Gesundheit.
Einschätzungen darüber, wie das Verhältnis von Zivilgesellschaft und Staat eigentlich jeweils ist und wer da wem wie helfen muss. Vielleicht noch eine Zwischenbemerkung, wo ich doch nochmal auf die konkrete Frage eingehe. Wenn man den Staat nicht von seinen Aufgaben sozusagen aus sich heraus oder bestimmen will, sondern von denkbaren Gegenpolen, dann fallen mir spontan dazu zwei ein. Das eine ist der Markt und das andere ist die Gesellschaft. Und okay, wenn man vom Markt aus guckt, dann kann man viele gute Gründe finden, warum man lieber Staat will, wenn man eben, wie ich seit 20 Jahren, grünes Parteimitglied ist. Wir sehen aber auch gleichzeitig, dass sich in diesen letzten 20 Jahren in der Frage der Gestaltungsräume, ich will nicht sagen die Mehrheitsmeinung, aber die herrschende Meinung, ja? Also gar nicht die der Mehrheit, sondern die herrschende Meinung, sich mehr und mehr und mehr in Richtung Staat geschoben hat. Und das ist ein Problem, über das ich sehr gerne sprechen würde, nicht ich alleine, sondern ich will das jetzt nochmal so aufgerufen haben. Ich denke, ein großes Problem, vor dem wir stehen, ist diese klandestine Übernahme von Marktprinzipien an jeder und auch noch der blödesten Stelle in genau diesen letzten 20 Jahren. Ich glaube, dass es ein Zurückweichen ist von etwas, vor dessen, also, und einen Scherbenhaufen produziert hat, vor dem wir heute an vielen Stellen stehen. Okay, Punkt, 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 können wir vielleicht nochmal drüber sprechen, aber das wollte ich wenigstens angedeutet haben. Das Zweite, ich höre sofort auf, was ich gar nicht so sehr als Gegensatz, sondern was aber oft auch als Gegensatz zum Staat genannt wird, ist nämlich die Gesellschaft. Ja? Der Staat und die ihm gegenüberstehende Gesellschaft, die Bürgergesellschaft. Ehrlich gesagt halte ich das für einen ziemlichen Kappes. Die Bürgergesellschaft kann in einem demokratischen Staat, oder es macht eigentlich keinen Sinn, es macht nach meiner Meinung strukturell keinen Sinn, die beiden in einem solchen Gegensatz zu denken, auch wenn ich weiß, dass das immer schon passiert ist oder mindestens seit 150 Jahren. Aber eigentlich wäre ein Staatsverständnis, auf das ich hinarbeiten wollen würde, eines, dass den Staat tatsächlich als Ausschuss, sozusagen als Verwaltungseinheit dieser Bürgergesellschaft. Und damit will ich jetzt nicht alle Konflikte, die es ohne gibt, Zweifel gibt, nivellieren oder wegreden oder wie auch immer. Aber mir scheint es gerade in unserer gegenwärtigen Lage, in der der Staat so wahnsinnig unter Druck ist, in der die Bürgergesellschaft so wahnsinnig unter Druck ist, wäre ich sehr dafür, sozusagen konzeptionell diesen Gegensatz nicht weiter zu befeuern und am Leben zu erhalten. Vielen Dank, Petra Dobner. Ich glaube, wir sind jetzt an dem Moment, auf den ich schon warte. Das rollt jetzt nämlich von allein an hier. Und Rainer Hank guckt zwar noch etwas nüchtern, aber hat genau zugehört und kann jetzt, glaube ich, nahtlos anschließen. Die Differenzierung nochmal von dieser, sagen wir mal, von dem Zusammenspiel und dem Spannungsverhältnis Staat-Gesellschaft, Staat-Markt könnte uns für die nächste Stunde weiterhelfen. Dafür bin ich schon mal sehr dankbar. Und Rainer Hank, es gab ja eine Zeit, in der haben auch Linke über neue Staatlichkeit nachgedacht, aus den verschiedensten Motiven, was weiß ich, Fördern und Fordern ist so eine Figur, die kennen wir von vor 15 Jahren, die fiel heute interessanterweise auch schon in dem Gespräch davor mit Blick auf die Teilhabefrage von Migrantinnen und Migranten. Es gab in dem Zusammenhang auch schon neues Nachdenken, inwieweit es eigentlich eine viel größere Aufgabe gibt für öffentliche Infrastrukturen, öffentliche Institutionen. Es gab steuerpolitische Debatten. Wie bewerten Sie denn diese Versuche im Rückblick, auch die Rolle der Grünen? Die Grünen haben ja da auch eine längere Geschichte damit. Und würden Sie sagen, wir brauchen eigentlich ein neues Nachdenken über Staatlichkeit, auch über eine neue Aufgabenbeschreibung von Staatlichkeit, oder ist das aus Ihrer Sicht Schnee von gestern? Ich
komme am Ende zu einem Antwortversuch dieser Frage und versuche nochmal an die beiden Vorredner anzuschließen. Das erste mit einer historischen Bemerkung zum grünen Staatsverständnis und dann mit einer normativen Ergänzung und dann ein bisschen Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben. Zum grünen Staatsverständnis lande ich auch da, wo Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, gelandet sind. Das grüne Staatsverständnis ist zutiefst ambivalent. Es changiert zwischen einem starken Etatismus im Gewande des Paternalismus, gemeint ist damit, wir erziehen gerne die Bürger, aber auf der anderen Seite einem Dezentralismus, Subsidiarismus, Direktdemokratie, Bürgergesellschaft etc. Soweit ich es als Journalist wahrnehme, ist ein bisschen stiller geworden nach der Wahl, aber ist der paternalistische Teil der stärkere. Sagen, oder vielleicht hat er die größeren Lautsprecher, was meine Ohren betrifft. Woher kommt das? Sehr grob gesprochen würde ich gerne einmal zurückgehen in die Gründungsgeschichte der Grünen. Das Jahr 1973 ist ein entscheidendes Jahr, sagen alle Wirtschaftshistoriker der Nachkriegsgeschichte, weil es die Zäsur war der guten Zeit, Vollbeschäftigung, ein Bretton Woodsches Währungsregime etc. Alles brach zusammen. Grenzen des Wachstums, Arbeitslosigkeit kam. Also man würde sagen, mit Heinz Bude, es kam die Sorge als Stimmung ins Land. Und das ist der Punkt der Entstehung der Grünen. Insofern kann man verstehen, aus meiner Sicht, zwei Ursprungs-Selbstdefinitionen. Das eine ist eine Apokalyptik. Wir wissen nicht, ob die ganze Sache nicht vollends den Bach runtergeht, von Atom über die Umwelt, ich nenne nur die Stichworte. Und das zweite ist sein Moralismus. Der Moralismus, der aus Gewissen haben, wir sind Gewissen macht. Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, aber die Grünen haben sich immer als eine Art von Gewissen verstanden. Und wenn man nun fragt, was wird aus Apokalyptik und wir sind das bessere Gewissen, sozusagen aus dem schlechten Gewissen der Nach-Nazi-Zeit werden wir zum besseren Gewissen. Was wird da für ein Staatsverständnis daraus? Dann kommen zwei Punkte dabei. Der Staat muss tatsächlich versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Wir wissen nicht, ob wir den Untergang noch abwenden, also aus diesem Kosmos der Sorge und der Apokalyptik. Wir wissen nicht, ob wir das hinkriegen, aber wir versuchen es. Und daraus kommt eine Anmaßung, würde ich sagen, ein Selbstbewusstsein des Erzieherischen, das den Bürgern sagt, im gut verstandenen, aber mit der Zeit irgendwo sich selbst überschätzenden Pathos des Paternalismus, wenn wir nicht sagen, wo die Welt hingeht, dann geht sie unter. Und deswegen nehmen wir Freiheitsbeschränkungen in Kauf. Beides problematische Dinge, die sich sehr stark eingenistet haben. Und dagegen gab es immer diesen anarcho-libertären, diesen dezentralen, diesen staatskritischen, wir müssen aufpassen, dass der Staat nicht über die Stränge schlägt, Aspekt, genau, der personell mal eine ganz große Gruppe gehabt hat. Ich glaube, ironischerweise ist der Letzte, der davon übrig geblieben ist, wirklich Winfried Kretschmann, der jetzt zum Held und zum Vorbild der Grünen gemacht wird. Ein bisschen aus dieser Tradition, obwohl Kretschmann selber, soweit ich es beobachte, längst natürlich vielleicht nicht ein Staatsverehrer ist, aber so staatspatriarchisch daherkommt. Also sehr, sehr originell. Ich würde, das ist die erste Antwort, die ich da versuche, wenn Sie sagen, brauchen wir ein neues Staatsverständnis, ich bin nicht dazu da, den Grünen Ratschläge zu geben, aber als Bürger fände ich es tatsächlich sympathisch, wenn der liberal-anarcho-Teil, der in der Tradition drinsteckt, wenn der sich stärker artikulieren würde und wenn der Konzepte gegen gescheiterte oder sagen wir in die Krise gekommene apokalyptisch, didaktisch, erzieherische grünen Konzepte kommen. Soll ich noch was zum Normativen sagen? Das kann ich aber auch später sagen, will nicht zu lange sprechen. Oder das Normative kann ich schnell machen. Also was Sie gesagt haben zum Staat, gefällt mir. Das Einzige, was mir nicht ganz so gefällt, ist, dass es
auch wenn Sie von Markt sprechen, so hypostasierend daherkommt. Das ist eine gut deutsche Tradition, aber kann man nicht wirklich es eher instrumentell sagen und sagen, der Staat ist so etwas wie der Dienstleister für seine Bürger, ist ein Club, wie es unterschiedliche Clubs gibt, und ein Club hat die Möglichkeit, aber auch fluid sich über seine Regeln zu verständigen, dann braucht man nicht so wie Sie sprechen, hat mich ein bisschen irritiert, da braucht man nicht so Sätze wie er hat die Aufgabe, das, dieses er, also das, den Staat auf diese Weise so zum Subjekt zu machen und nicht zu sagen, er ist eine Funktion der Bürger, die sagen, wir legen fest, welche Preise wir da haben, was die Dienstleistungen kosten sollen, wäre meinem Verständnis von Bürgerstaat irgendwo näher. Zustimmen würde ich allerdings schon, wenn Sie sagen, man soll nicht Marktprozesse dem Staat überstülpen. Das sind wahrscheinlich keine Marktprozesse, sondern schlecht verstandener betriebswirtschaftlicher Ökonomismus. Also es ist keine kluge Ökonomie, sondern betriebswirtschaftlicher Ökonomismus, der da gewildert hat. Aber dann lasse ich es damit. Vielen Dank für die offenen Worte. Einen kleinen Sie haben das so dargestellt, als wären die einen so und die anderen so bei den Polen des staatlichen oder politischen Handelns. Ich habe ja versucht, deutlich zu machen, dass wir beides brauchen. Wir brauchen gesetzte Rahmen, aber in diesem Rahmen muss ich nicht alles mit Standards, wer weiß wie, vorlegen. Und ich würde auch Cem Özdemir ausdrücklich widersprechen. Wir brauchen kein Integrationsministerium. Ich bin auch Integrationsministerin, obwohl es einen Integrationsminister in unserem Kabinett gibt. Und die Kindergartenministerin ist... Nochmal eine sehr spezielle Frage. Ja, aber ich finde schon, man denkt, wir machen ein Instrument und nur so geht es. Nur so geht die Aufgabe Integration, indem ich ein Ministerium, da ist es hindelegiert. Okay. So, das wollte ich... Integration ist Querschnitt. Aufgabe. Genau, und jeder ist alles klar. Gut, ich wollte jetzt trotzdem, bevor ich zu Steffen Mau komme, nochmal bei Rainer Hang an einen Punkt nachfragen, weil als jemand, den das auch sehr interessiert, mir das irgendwie noch nicht, ich das noch nicht ganz nachvollziehen konnte. Ich meine, ich bin auch großer Winfried Kretschmann-Fan, und zwar unter anderem deshalb, weil er diesen libertären Elan jetzt verbunden hat mit einem vernünftigen linksliberalen Staatsverständnis im Laufe der Jahrzehnte. Aber wenn man mal in die Ursprünge dieser Grassroots-libertären Bewegung guckt, da ist doch der Moralismus kein Deut weniger. Im Gegenteil. Ich meine, wenn man sich heute anschaut, diese neuen sozialen Bewegungen, die ja antietatistischer kaum sein können, nehmen wir mal so eine Figur wie Harald Welzer vorneweg, Lebensformdebatte, Do-it-yourself, ganz zu schweigen von der Strömung, die uns sehr fern liegt, nehmen wir mal die Grassroots-Bewegung Tea Party in den USA. Ich meine, das strotzt doch von Moralismus. Da habe ich noch nicht ganz verstanden, was Sie meinen, wenn Sie diesen Moralismus jetzt einfach dem Etatismus zuschreiben. Ja, da ist vielleicht was dran, und würde ich mich korrigieren lassen. Die saubere Abgrenzung ist sicher Paternalismus, Etatismus auf der einen Seite und staatskritische Anarchoform auf der anderen Seite. Und man würde sagen, Moralismus haben sie beide gehabt. Ich würde aber zugunsten des mir ja deutlich sympathischeren Anarcho-Dezentralismus sagen, die sind in ihren Vorstellungen wesentlich volatiler, wandelbarer und von daher selber dem evolutiven Prozess unterworfen. Wenn ich nur meinen Ex-Kollegen Thomas Schmid denke, der aus dieser Kretschmann-Bewegung kommt und mehrere Purzelbäume, aber sympathische Purzelbäume gemacht hat, ist dieser Moralismus ist anpassungsfähiger, wandelbarer und unberechenbarer. Okay. Können wir uns da vielleicht einigen? Wunderbar. Jetzt Steffen Mau, da liegt jetzt eine gewisse Verantwortung bei Ihnen, das mal zusammenzubinden. Ich meine, die Grünen und die grüne Milieu leben ja von den Widersprüchen, leben auch von gewissen Paradoxien. Ich glaube, die haben wir gerade gehört. Petra Dobner sagt, es sind Pole, aber vielleicht doch keine Pole. Silvia Löhrmann sagt,
das sind verschiedene Aspekte, die gehören zusammen. Ich meine, noch besser wäre es ja, wenn es jetzt nicht nur sich aufaddiert, so Zivilgesellschaft ist wichtig, Staat ist wichtig, sondern wenn es wirklich sich verbindet, zum Beispiel in Form von einem neuen Nachdenken über öffentliche Institutionen. Wie lösen wir denn den Knoten auf, ohne einfach zu sagen, alles, wir brauchen alles? Ja, das ist ganz leicht zu beantworten. Nee. Ja, da Niklas Luhmann schon genannt worden ist, würde ich jetzt sozusagen, um da eine Kräftegleichheit herzustellen, Jürgen Habermas mit sozusagen dieser Begrifflichkeit der Erschöpfung der utopischen Energien des Wohlfahrtsstaates mal reinbringen. Und das war etwas, was sozusagen die Debatte für lange Zeit geprägt hat. Das hat für eine Schwäche sozusagen der etatistischen Orientierung gesorgt und auch für ein sehr starkes sozusagen Durchdringen dieser Ökonomisierung oder neoliberaler Vorstellung dessen, was der Staat alles nicht leisten kann. Und wir haben das ja bis heute, dass der Staat eben von vielen auch als sozusagen fettgefressener Schwächling angesehen wird, kostet viel, bringt wenig. In bestimmten Situationen, die Flüchtlingssituation ist ja angesprochen worden, stellt man fest, dass sozusagen ein sehr abgespeckter Staat auch große Probleme aufwerfen kann und das nicht so ohne weiteres, auch nicht in kurzer Frist, dann zu heilen ist. Wir hatten in Bremen einen Sonderforschungsbereich, der hieß Staatlichkeit im Wandel. Der hat sich 12 Jahre mit dieser Problematik beschäftigt. Da ist sozusagen die Erfinder dieses Programms haben den originellen Kniff gemacht zu sagen, Staatlichkeit definieren wir über Funktionen und nicht über den Staat selbst. Das heißt, es kann auch Staatlichkeit geben, ohne dass es Staat gibt. Wenn man zum Beispiel sagt, Wohlfahrt, Legitimation, Rechtssicherheit, solche Aspekte mit einzieht. Und was kann man sehen? Wie hat sich das eigentlich verändert? Eigentlich eine sehr starke sozusagen Zerfaserung staatlicher Funktionen. Vielmehr Hybridstaat, Mischform, neue Governance-Form, Public-Private-Partnership. Das zum Teil eben auch das, was genannt worden ist, die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft. Das spielt auch eine große Rolle da. Das ist zum gewissen Teil durchaus eine Entwicklung, wo man sagt, da sind Funktionen übertragen worden, zum Teil zu Akteuren, die es durchaus auch können. Man kann auch noch die Unterscheidung machen, also wo ist eigentlich tatsächlich, sind Aufgaben abgewandert? Wenn man sagt, der Staat, es gibt sozusagen eine Organisationsverantwortung, da ist viel abgewandert zu privaten Akteuren, Sie haben das gerade beschrieben, dann gibt es sozusagen eine Entscheidungsverantwortung, ist häufig beim Staat geblieben und eine Letztverantwortung ist fast immer beim Staat geblieben. Aber wir haben viel mehr sozusagen in Richtung Privatisierung, wir haben auch Subnationalisierung, also die regionale Ebene spielt eine Rolle und wir haben Internationalisierung staatlicher Funktionen im Bereich der Sicherheit oder so internationale Kooperation. Ich selber habe zu Grenzen geforscht. Es gibt nationale Grenzen in dieser Form eigentlich überhaupt nicht mehr und wenn es sie gibt, dann sind sie nicht besonders sozusagen gut reguliert. Was ich damit sagen will, ist, dass eigentlich diese Grabenkämpfe relativ viel sozusagen Schaden angerichtet haben. Und ich wäre für eine viel nüchternere Betrachtung des Staates zu haben, also so einen postheroischen Blick auf den Staat, wo man wirklich sagt, welche sinnvollen Funktionen will man womit adressieren? Und dann kommt der Staat automatisch in den Blick, nicht für alles, aber für einiges. Wir haben ja das Oberthema hier Gerechtigkeit. Da könnte man jetzt mal die These wagen, für Gerechtigkeit ist der Staat ein relevanter Adressat, die Zivilgesellschaft gar nicht. Die kann was mit Gerechtigkeit zu tun haben, aber die Zivilgesellschaft kümmert sich vielmehr um Fragen von Solidarität, Nachbarschaftlichkeit, also alles Dinge, wo ich nicht sage, da muss sozusagen Unparteilichkeit, Gleichheit und so etwas hergestellt werden. Das sind Aufgaben des Staates, die an der einen oder anderen Stelle durchaus ergänzt werden können, aber die würde ich eindeutig dem Staat zuweisen, währenddessen andere Formen wirklich von Solidarität, Verbundenheit, ehrenamtlichen Engagement, Rolle von Stiftungen, das sind alles Dinge, die aus der Zivilgesellschaft kommen können. Die können Gerechtigkeitsmotive als Antriebe haben, das ist keine Frage, viele Bewegungen dieser Art haben das, aber sie funktionieren immer nur dann gut, wenn sie das dann auch sozusagen ins politische
übersetzen können und es dann in gewisser Weise generalisierungsfähig wird und sich eben nicht auf spezifische, partikulare Interessen bezieht. Das können Sie sich beim bürgerschaftlichen Engagement angucken. Sozusagen die Engagementintensität ist besonders da groß, wo die Mittelschicht sich um ihre eigenen Interessen kümmert. Das sieht man bei den Schulen, bei den sozusagen engagierten Eltern, die was machen. Die machen das natürlich vor allen Dingen auch im Eigeninteresse, das ist klar. Und das kann man auch sehen bei vielen Initiativen der Wirtschaft. Die machen es nicht aus Eigennutz heraus oder aus Gerechtigkeitsmotiven, sondern ganz häufig auch deswegen, weil ein bestimmtes Problem vor ihrer Haustür liegt. Diese Probleme sind relevant, die müssen durch solche Akteure adressiert werden, aber das sind eben spezifische Probleme. Also nochmal mein Fazit wäre so ein bisschen auf die Funktionen zu gucken und dann zu fragen, welche kann man wohin sortieren. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen entspannt und nüchtern macht, dann lichtet sich das vielleicht auch ist vielleicht gar nicht mehr so kompliziert. Vielen Dank. Dann würde ich dir aber trotzdem auch gerne nochmal nachfragen. Also entspannt bin ich. Nüchtern weiß ich nicht. Wir haben ja im Moment eine sehr engagierte Debatte um Ungleichheit mit Blick auf Einkommen und Vermögen, die uns alle umtreibt, spielt auch eine wichtige Rolle auf dem Kongress, aber auf unserer Konferenz hier. Aber wir haben gesagt, wir reden jetzt mal stärker über die Frage staatlichen Gewährleistungsaufgaben in Relation zu Gesellschaft und vielleicht auch ökonomischen Akteuren. Trotzdem, wenn Sie, Herr Mau, jetzt sagen, naja, da muss man mal ganz nüchtern sehen, je nach Funktion, Public-Private Partnership hatten wir ja und verschiedene andere Modelle. Ich meine, es gibt ja noch ein anderes, man könnte ja das Auseinanderfallen der Gesellschaft auch nochmal anders beschreiben, nämlich weniger monetär, das ist sicher ein Punkt, sondern eher mit Blick auf die Frage, inwieweit kommt eigentlich die Gesellschaft sozusagen überhaupt noch öffentlich zusammen? Mit Blick auf wichtige öffentliche Güter wie Bildung, vielleicht auch eine bestimmte Form von Arbeit und so weiter. Ich meine, jetzt mal ganz entspannt zurückgefragt. Ich meine, wäre das da nicht langsam an der Zeit, wenn man dem Bild von Frau Dobner folgt, dass öffentliche Institutionen irgendwie auch nur die Form der Gesellschaft sind? Sie hatten sogar gesagt, irgendwie die ausgelagerte Behörde. Doch nochmal zu fragen, ob man nicht dieses Bild der öffentlichen Institutionen oder des Staates in dem Sinn eigentlich nochmal mit etwas weniger Erschöpfung und etwas mehr, das Wort Utopie verkneife ich, mehr visionären Elan auf die Agenda setzen müsste. Ja, es gibt ein Buch, das heißt Successful Societies, das eine Kanadierin und ein Amerikaner zusammen gemacht haben. Das ist ganz interessant, wenn man sich da anguckt, dann sieht man, dass sozusagen erfolgreiche Gesellschaften vor allen Dingen durch gut gebaute Institutionen charakterisiert sind. Da kann man auch einen ganzen Katalog von Kriterien, was gut gebaute Institutionen gibt, sogar einen ganzen Bereich, der heißt sozusagen Theories of Institutional Design, kann man sich angucken. Also wir wissen, dass zum Beispiel das Rechtssystem ist wahnsinnig wichtig, dass es nicht korrupt ist, dass Gleichbehandlung gewährt ist. In der Sozialpolitik, dass man die Leute nicht zu stark gängelt und ununterbrochen paternalistisch kontrolliert, sondern bestimmte Leistungen auch pauschaliert, auch Vertrauen in die Bürger gibt und nicht immer sozusagen mit vorgeschicktem Misstrauen agiert. Es gibt sozusagen Fragen der prozeduralen oder prozedurale Aspekte. Also, dass man die Möglichkeit hat, als Bürger gegen bestimmte Entscheidungen vorzugehen. Es gibt auch Fragen der moralischen Plausibilität von Institutionen. Also, dass sie tatsächlich dem, was sozusagen dominierende oder relevante allgemeine Gerechtigkeitsüberzeugungen sind, dass sie dem in gewisser Weise entsprechen. Das können Sie sich beim Steuersystem natürlich angucken. Die gibt es viele auch experimentelle Studien dazu, sozusagen die Wahrscheinlichkeit zu also Tax Evasion, also Steuervermeidung, ist besonders dann hoch, wenn man der Meinung ist, dass es viele Schlupflöcher gibt für Steuervermeidung für andere. Das ist ein Anreiz, um das selber auch zu machen. Wenn man das Gefühl hat, das Steuersystem ist im Großen und Ganzen gerecht und es sorgt dafür, dass alle ihren Beitrag leisten, ist die Wahrscheinlichkeit, daraus zu wandern,
und andere Wege der Steuervermeidung zu suchen, relativ gering. Also ich könnte die Latte jetzt fortsetzen, aber da gibt es, glaube ich, schon an der einen oder anderen Stelle Anhaltspunkte, wo sich politische Akteure dann orientieren können und die uns auch helfen können, die Institutionen besser zu bauen. Und ich würde einfach sagen, dass auch im Bildungsbereich kann man das sehr deutlich illustrieren, auch durchaus im Hochschulbereich, auf Fragen der Finanzierung der Hochschulen, wo doch einige Dinge, denke ich, im Argen sind. Herr Hank, Sie hatten sich. Würde fragen und zugleich problematisieren wollen, ob Sie den Staat nicht doch immer noch, obwohl Sie es ein bisschen anders sagen, überfrachten. Und das am Beispiel der Gerechtigkeit. Ich habe gehört oder habe Sie so verstanden, Sie sagen, für Gerechtigkeit ist der Staat zuständig. Das halte ich für eine Überfrachtung und würde es ergänzen, es bringt auch gar nichts. Wir machen uns was vor, wenn wir ihm diese Aufgabe geben. Und ich habe ein Beispiel, nämlich tatsächlich das Thema Ungleichheit und Steuersystem. Das geht kurz gesagt so. Nach Aussage aller ist die Einkommensungleichheit in Deutschland zwischen 1990 und 2005 besonders stark gewachsen. Also es ist eine Zeit großer Spreizung. Wenn es in der Welt normal zuginge, müsste größere Einkommensungleichheit größere Nachfrage nach Umverteilung zur Folge haben. Originellerweise fällt genau in diese Zeit Schröder-Eichels Steuersenkung. Also das Gegenteil. Es müsste eigentlich Steuererhöhungen geben, wenn die Bürger sagen, jetzt muss mehr umverteilt werden. Und, ich habe es vor kurzem einmal nachgelesen, die Begründung dafür war mehr Gerechtigkeit. Und das Gleiche kann man später nochmal sehen. Nach 2005 stagniert, ist es nicht weiter aufgegangen, die Schere. Also da eigentlich kein Bedarf für höhere Umverteilung. Es hielt sich auch in Grenzen, aber immerhin wurde eine Reichensteuer eingeführt, Ende des Jahrzehnts, von 42 auf 49% den Spitzensteuersatz. Und wie heißt die Begründung dafür? Mehr Gerechtigkeit. Was kann man damit anfangen? Hayek hat gesagt, Gerechtigkeit ist ein Wieselwort. Und ich habe immer gedacht, na, Hayek ist auch ein bisschen ein Ideologe, ein mir sympathischer. Aber hier können Sie nachweisen, Gerechtigkeit ist ein Wieselwort. Sie können alles, was Sie wollen, mit Gerechtigkeit begründen. Dann würde ich sagen, als Bürger, dann pfeife ich drauf, dass der Staat für Gerechtigkeit zuständig ist. Ja, wir könnten da jetzt richtig schön einsteigen in die Debatte. Ja, jetzt ist der Moment. Okay. Ich geb Ihnen recht, also wenn man sich die Umfragen anguckt, dann ist es relativ sozusagen stabil seit den 80er Jahren. 80% der Leute sagen, die Ungleichheit ist zu groß. Die Ungleichheit ist in der gleichen Periode gewachsen. Herr Hank hat das beschrieben. Man hätte eigentlich annehmen müssen, dass dann sozusagen die Ungleichheitskritik in gleicher Weise mit anwächst. Das ist nicht passiert. Das ist durchaus ein Paradox. Es gibt sozusagen den Empörungsraum über Ungleichheit. Und sobald das sich in den politischen Raum, die Grünen kennen das ja von der letzten Bundestagswahl, hineinbegibt, dann ist das offensichtlich nicht so besonders nachhaltig. Das hat sehr unterschiedliche Gründe. Eine These, die ich selber habe, die ich jetzt hier nicht richtig ausführen kann, ist sozusagen, dass es auch eine Selbsttransformation der Gesellschaft gab. Durch die Gewinne und die kollektiven Aufstiege in die Mittelschicht hinein, die Leute sich auch von sozusagen dem sozialdemokratischen, etatistischen Modell zunehmend gelöst haben, auch offener geworden sind, Kapital akkumuliert haben, in private Altersvorsorge investiert haben, den Kindern privat finanzierte Nachhilfe oder gleich eine Privatschule angeboten haben und gleichzeitig natürlich nach wie vor auch sozialstaatliche Leistungen sozusagen angewiesen sind und diese auch gerne in Kauf nehmen. Das heißt, es gibt eine Art von Schizophrenie in breiten Teilen der Mittelschicht, sowohl eine Marktaffinität wie auch sozusagen eine Staatsbedürftigkeit. Und diese beiden Dinge halten sich gegenseitig so ein bisschen in Schach und machen das auch problematisch, dann so sehr stark auf Umverteilung setzende Programmatiken überhaupt durchzusetzen.
Nichtsdestotrotz würde ich sagen, der einzige Adressat für Gerechtigkeitsforderungen muss der Staat sein. Es gibt niemals die perfekte Gerechtigkeit. Es gibt auch nicht ein Modell. Wir haben jetzt ein neues Narrativ, das von der Weltbank, von der OECD, von Ratingagenturen, jetzt von Marcel Fratscher überall gepredigt wird. Also Ungleichheit ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern ist auch ökonomisch schädlich. Ich möchte das jetzt nicht hier bewerten. Der Fratscher ist morgen da, wir werden es morgen diskutieren. Aber das ist natürlich sozusagen jetzt ein sehr starkes Argument und eine sehr starke Erzählung, die ja sozusagen genau den Gegenangriff gegen je mehr Ungleichheit, desto größer die wirtschaftliche Produktivität, die Leistungsbereitschaft etc. Und ich konnte es eigentlich nie richtig glauben und nachvollziehen, warum sozusagen ein liberales oder neoliberales Argument sein soll, dass die Oberen sich nur anstrengen, wenn sie noch mehr Geld bekommen, und die Unteren, wenn sie noch weniger Geld bekommen. Das scheint mir irgendwie eine unlogische Argumentation zu sein. Jedenfalls ist sie nicht konsistent. Und für eins muss man sich entscheiden, führt mehr Geld zur Leistung oder weniger? Also das kann an beiden Enden der gesellschaftlichen sozusagen Leiter nicht so unterschiedlich sein. Vielen Dank. Ich würde gerne noch einmal Silvia Löhrmann dran nehmen, die leider etwas früher die Runde verlassen muss, aber wir haben uns schon überlegt, wir machen so eine Art Fishbowl und Sie sind natürlich auch gleich dran. Ich meine, liebe Silvia Löhrmann, dass Gerechtigkeit eine, wie übrigens wahrscheinlich jede Leitidee der Menschheitsgeschichte, noch ein relativ undefinierter Begriff ist, und wir wissen ja aus der politischen Theorie, was man damit alles verbinden kann. Ist ja klar. Nochmal die Frage, was ist denn jetzt die grüne Definition dieser Frage in dem Spannungsverhältnis von, das war ja da ein Punkt ganz stark, von Solidarität der Bürger und dem organisierten öffentlichen Raum? Also die Adressierung an den Staat, das ist für mich weit weg. Natürlich ist die, ich würde sagen, wir müssen versuchen und daran arbeiten, die Voraussetzung zu schaffen, dass Gerechtigkeit möglich ist. Aber sie muss ja in irgendeiner Weise auch ergriffen werden. Ja? Und es reicht nicht allein, mit materiellen Gütern ausgestattet zu sein, sondern ich muss schon auch versuchen, wie setze ich Entwicklungsprozesse in Gang. Und bei manchen Dingen ist es, glaube ich, klar, und das, bei ganz grundsätzlichen, hoheitlichen Fragen, das ging mir noch mal so durch den Kopf, wenn wir dann erfahren, dass manche Menschen, die noch woanders übergriffig werden, 9-mal irgendwo mit Identitäten herumlaufen, dann hat offenbar basale Administration auch versagt, und das muss der Staat leisten, dass ich Flüchtling für Flüchtlinge nur einmal ein Schulsystem organisieren muss und nicht wir denken, wir müssen es 5-mal, weil die Menschen nicht vernünftig registriert worden sind, im eigenen Interesse, nicht aus Kontrollgründen. Ja, da sage ich mal, da haben wir offenbar irgendwas schludern lassen, und das geht so nicht. Gut, das ist jetzt der Staat als Bürokratie. Sozusagen. Ja, nee, also ich würde immer von Administration sprechen, so. Weil Bürokratie negativ besetzt ist, und ich finde, gute Administration ist ein hohes Gut, nicht korrupte. Und das ist auch was wert, und das kostet auch was. Das müssen wir den Bürgerinnen und Bürgern sagen. Dann finde ich grenzüberschreitend. Wir hatten jetzt so einen Fall, da hat eine Kommune gesagt, unsere Unternehmen, die wollen lieber spenden, als dass sie bestimmte Steuern zahlen. Lieber Innenminister, mach das doch mal möglich. Ja, wir wollen gar nicht, aber das ist irgendwie günstiger und die spenden lieber, dann können sie es anders absetzen und so. Da hat der Innenminister, die Kommune wollte das, insgesamt einstimmige Ratsbeschlüsse. Ja, weil sie sich natürlich mit ihrer Unternehmerschaft auch nicht verderben wollte. Das hat unser Innenminister natürlich zu Recht unterbunden, aber riesen öffentliche Diskussion. So, da finde ich, da wird ja deutlich, der Ordnungsrahmen muss gerecht gesetzt sein, weil die andere Kommune könnte ja sagen, ich mache meine Hebesätze anders und dann kommen die Unternehmen alle zu mir. Da fangen ja auch Gerechtigkeitsprozesse an. Und dann will ich noch mal auf den schulischen Punkt kommen. Und so einfach zu sagen, wir geben da immer viel Geld rein und haben es alles nur staatlich durchorganisiert, weil die anderen haben Eigeninteressen. Ich glaube, dass das so nicht zwingend trägt, weil zum Beispiel bei uns hat von Heinrich Böll ausgezeichnet, Heinrich Böll Stiftung, hat einer, der es selbst geschafft hat, mit
einem Hintergrund der Zuwanderung, um jetzt das Migrationsgeschichte wegzulassen von heute, von eben, der hat gesagt, ich will Nachhilfe organisieren für Kinder, die sonst irgendwie nicht erreicht werden. Und das hat ungeheure Impulse ausgelöst. Und das hat er gemacht, nicht weil er daran verdienen wollte, sondern weil er einfach anders die jungen Leute erreichen wollte. Und das war für die nicht ungerecht, sondern das hat einfach zu mehr Gerechtigkeit beigetragen. Das hätte, ich habe nicht gesagt, dass es ungerecht ist. Also, nein, aber ganz im Gegenteil. Sie haben aber so ein bisschen den Ton. Ich glaube schon, dass Wirtschaft, dass Stiftungen und natürlich der Staat, die Kommunen, die Gesellschaft, dass die daran arbeiten wollen, dass unser Bildungssystem leistungsstärker und sozial gerechter wird. Ich glaube, da gibt es eine große Übereinstimmung. Und da finde ich es nicht verwerflich, wenn wir Stiftungen einbeziehen, die machen aber nicht die Gesetze und die beschließen nicht die Haushaltsstellen. Das macht natürlich der Landtag und das macht die Landesregierung, aber die bringen ihre Expertise und die bringen Impulse ein, die ich manchmal aus der Administration allein, da würde ich die gar nicht in Gang setzen können. Und das würde ich nicht so, das eine ist gut und das andere ist gut, dann hab ich Sie eben vielleicht falsch verstanden. Weil wir machen zum Beispiel ein Programm... Weil da immer die Annahme ist, dass alles, was Gerechtigkeit ist, ist sowieso gut. Weil Sie gesagt haben, dass die das nicht aus Gerechtigkeitsimpulsen heraus sich einbringen nicht würden. Nicht notwendigerweise. Ja, da hab ich andere Erfahrungen und deswegen finde ich das sinnvoll, hier Zivilgesellschaft und Bürgergesellschaft im weitesten Sinne auch einzubeziehen. Das darf nie dazu führen, dass das staatliches Handeln ersetzt oder die Legitimation darf nicht in Frage gestellt werden. Aber da können sehr produktive Impulse entstehen und auch in bester Absicht. So, das will ich einfach nochmal sagen. Und das sollten wir nutzen. Und leider muss ich schon 5 Minuten weg sein. Das tut mir auch sehr leid. So ist es aber mit das den Ministerinnen, aber wir haben vollstes Verständnis. Ja, danke für die Möglichkeit. Applaus für Silvia Lörmann. Ich würde jetzt gerne noch einmal zu Petra Dobner rüber und dann gerne die Runde noch mal öffnen für ein paar Kommentare und Nachfragen, selbstverständlich. Ich meine, die Frage, an der wir gerade waren, mit dem privaten Engagement etwa von Stiftungen und den staatlichen Aufgaben, ist ja auch eine sehr interessante. Das Stiftungskapital wächst ja, wenn ich das richtig sehe, im großen Umfang. Zumindest gibt es da gerade ein paar Beispiele in den USA, die aus anderen Gründen relativ viel Geld in Stiftungen bringen, wo man sich ja schon fragen kann, ob die nicht eigentlich letztlich in staatliche Aufgaben einrücken. Also die AIDS-Forschung liegt bei Bill Gates in allererster Linie. Und so weiter. Wie ist es denn mit dem Stiftungsengagement und den öffentlichen Aufgaben? Ich habe hier eine ganze Liste. Ja, wir können die Liste nicht abarbeiten, Sie können gerne auch noch einen weiteren. Vielleicht würde ich trotzdem gerne auf die Sachen noch mal kurz eingehen, die jetzt praktisch im Laufe dieser Runden da sind. Dann komme ich gerne noch mal auf die Zivilgesellschaft und vielleicht dann auch noch mal aufs Wasser. Großer Bogen. Nein, Herr Angst, Sie hatten das Wort des Moralismus gebraucht und wir haben es ja auch schon zurückgenommen, aber in der Sache eigentlich unverändert gelassen, dass sagen, die Grünen zu einem guten Teil mit einem gewissen, mit der Überzeugtheit auf den Plan treten, sie wüssten es besser. Ja? Und mein Eindruck ist, natürlich kann man grundsätzlich sagen, jede Meinung ist gleichberechtigt mit jeder anderen Meinung. Man kann das eben so denken, wie man will. Und wenn man auf bestimmten Positionen beharrt, dann ist man eben ein Moralist, weil man eben nicht sieht, dass die anderen das eben anders denken würden. Ich persönlich denke das nicht so, sondern ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es bestimmte Positionen gibt, die im Rahmen unserer demokratischen Aufklärung, ich sage jetzt mal, verteidigenswerter, höherwertiger und insgesamt deswegen wertiger sind als andere. Ich kann nicht die Gleichheit der Position erkennen zwischen, ist mir doch egal, was in 20 Jahren ist, ja, heute haben wir noch Öl,
versus die Position, wir müssen gucken, dass, jetzt, ich sage jetzt mal pathetisch, die Schöpfung bewahrt bleibt. Ich kann keine Gleichheit zwischen diesen beiden Positionen erkennen, weil die eine auf etwas setzt, und das können Sie jetzt sozusagen in verschiedene Felder fortführen. Ja, der eine ist ein Rassist und sagt, ich denke das halt so, ja, denke ich halt so, aber da kann man sich nicht hinstellen und sagen, deine Meinung, meine Meinung kann man so oder so sehen. Nein, es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man nach meiner Überzeugung nicht einfach so oder so sehen kann. Und deswegen finde ich den Ausdruck des Moralismus in Bezug auf einige Grundpositionen, die die Grünen seit damals bezogen haben, sachlich nicht richtig. Ne? Aus derselben Ecke muss ich nochmal erklären, warum ich mit einem leicht pathetischen Unterton auf den Staat Bezug nehme. Oder warum ich nicht finde, dass es halt auch nur so ein Club ist, wie viele andere auch. Wenn man es jetzt wirklich davon absehnt, dass in der Praxis und in seiner realen Gestalt und so weiter der Staat auch viele Schlagzeilen, will ich alles gar nicht in Abrede stellen. Ja? Also ich will jetzt überhaupt nicht sagen, alle sind immer prima und da läuft alles gut, das meine ich nicht. Sondern was ich meine ist, und daher, deswegen kann ich den auch nicht einfach nur auflösen in Funktionen und dann soll er ein bisschen Rechtsstaat machen und ein bisschen dieses und jenes, sondern warum kann der Staat eigentlich all diese Funktionen übernehmen? Warum kann er oder können wir in der Form des Staates, ja, dann will ich das jetzt gar nicht so gegeneinander ausspielen, weil es bestimmte Formen und Prozeduren gibt, die unter anderem darauf beruhen, dass jeder berechtigt ist, an diesen Entscheidungsprozessen teilzunehmen, dass jeder sich einmischen kann. Und mit jeder meine ich nun wirklich jeder Bürger. Ja? Und, um darüber zu bestimmen, wie eine Gesellschaft als Gesellschaft zusammenleben möchte. Und es ist nicht einfach irgendwie nur eine Funktion von ein bisschen Bildung, ein bisschen Schule, ein bisschen Gerechtigkeit, sondern das ist eine ganz substanzielle Frage, wie will eine Gesellschaft als Gesellschaft zusammenleben? Und es passiert nicht an jeder Stelle bei dem, was der Staat tut, sozusagen immer in dieser Größenordnung, aber darum geht es letztlich und deswegen halte ich daran fest, als Möglichkeit, ja, da können wir jetzt gerne auch wieder zu Habermas kommen, aber im Grunde eine Sphäre zu haben der Kommunikation, des Sichverständigens und des Entscheidens darüber, wo die Reise denn eigentlich hingehen soll. Und wenn der Staat es nicht tut, oder andersrum, wenn die Bürger es im Staat nicht tun, und das ist die kritische Situation, in der wir gerade sind, dann tun sie es gar nicht mehr und dann tut jeder, was er will. Herr Hank hebt den Finger, damit habe ich gerechnet. Ich würde das jetzt aber, wenn Sie einverstanden wären, mal kurz als Cliffhanger nehmen, weil der emotionale Höhepunkt dieses Panels ist, glaube ich, erreicht. Und würde mal ein paar, also mir geht es jedenfalls so, ich halte das für wirklich den elektrisierenden Punkt bei der ganzen Frage und würde gerne mal, und bitte achten Sie auf die Kürze des Beitrags, leider, also wir können auch bis 11 hier tagen, aber eigentlich hatten wir uns vorgenommen, so 9:15 runterzugehen und was zu trinken gemeinsam. Also ein paar Zwischenrufe, kurze Nachfragen von Ihnen wären, glaube ich, jetzt sehr gut und dann machen wir, und dann darf Herr Hank sofort nochmal, wie die anderen auch, das Schlusswort sprechen. Peter Selin hat sich gemeldet, das sehe ich sogar ohne Brille von hier oben. Dann würden wir doch damit mal anfangen, Peter. Vielleicht stellt ihr euch auch ihr euch mit einem Satz vor, damit man kurz einordnen kann, wer zu uns spricht. Ja, mein Name ist Peter Selin. Ich war vor 2 Jahren Mitarbeiter hier in der Böll-Stiftung. Ich finde, wenn man das so ein bisschen zuhört und über die Verteilungsfrage eben so was reingeworfen wurde, dann würde ich erstmal die Frage in den Raum werfen. Ist der Staat nicht seit ca. 20 Jahren unterfinanziert, um seine Aufgaben zu lösen? Das heißt, die Subsidiaritätsfragen, die hier aufgeworfen sind, wie man das staatlich managt, darüber kann man ja philosophieren. Aber man kann viele Fragen gar nicht lösen. Wenn man an die Straßen denkt oder an die Schulen oder an die Klos und an alle möglichen Infrastrukturfragen, die in diesem Staat überhaupt nicht mehr einem Standard entsprechen, die man normalerweise erwarten kann.
So, und da liegen in sich sehr viele Fragen, die die Politik bisher nicht lösen kann, weil sie sich diesen unterfinanzierten Staat leistet. Das heißt, eine schwarze Null ist keine Lösung, wenn man im Prinzip die Null nicht auf ein anderes Niveau hebt. Vielen Dank. Weitere, ja, hier, ich kann es nicht, bitteschön, ja. Philipp Schulte. Ja, was mir so gefehlt hat, und ich glaube, das ist so, wenn man so eine, vielleicht auch, ja, so Klassiker bemüht mit Luhmann und Habermas, vielleicht so ein Aspekt, der ganz neu ist und der eigentlich viel mehr Beachtung finden sollte, der ist einmal so bei Silvia Löhrmann angeklungen, das ist nämlich der Klimawandel. Und ich glaube auch, dass der den Staat auch in theoretischer Hinsicht vor eine ganz neue Herausforderung stellt. Und mir hat das sehr gefehlt, muss ich sagen, dass man überlegt, dass sich unsere Gesellschaft in ihren Grundfesten wird ändern müssen. Wir haben aktuell eine Situation, dass wir 12, 13 Tonnen CO2 pro Mensch produzieren hier in Deutschland. Das ist höchst ungerecht, wenn man mal vergleicht mit anderen Regionen in der Welt. Da ist es vielleicht eine Tonne, aber die leiden heute schon unter den Folgen. Und wir müssen runterkommen auf eine Tonne künftig. Und das in kürzester Zeit. Sogar Kanzlerin Merkel spricht von Dekarbonisierung. Und ich glaube, das wird den Staat, die Gesellschaft insgesamt vor eine Herausforderung stellen, die man aus so einer Diskussion gar nicht mehr wegdenken kann, weil es so massiv in alle Bereiche von der Wirtschaft bis zum Zusammenleben, aber vielleicht auch bis zum Bildungssystem gehen wird. Vielen Dank. Ole Meinefeld. Ole ja. Meinefeld, wenn ich das kurz von hier oben sagen darf, hat einen hervorragenden Text geschrieben zur Geschichte der grünen Gerechtigkeitserzählung, den Sie auch oft in dem Online-Dossier finden. Bitte schön. Ja, also ich würde tatsächlich ganz kurz auf die grüne Geschichte dabei nochmal zu sprechen kommen wollen. Und da spielt der Staat eben auch eine wechselvolle Geschichte. Ich will das jetzt nicht wiederholen, was Herr Hang und Frau Löhrmann dazu gesagt haben, aber ich denke, diese Erfahrung von einer frühen Staatskritik einerseits und vor allem in der späteren Phase, in den Nullerjahren, in der Weltwirtschaftskrise und so weiter, einen tendenziellen Etatismus von grüner Politik. Ich glaube, darin liegt irgendwie dann auch eine Entspannung dieses Staatsverhältnisses, in dem dann irgendwie, naja, die Gerechtigkeitsansprüche auch über Institutionen realisiert werden sollen, für die man letztlich den Staat brauchen würde. Natürlich nicht nur den Staat. Also wir hatten das Verhältnis zum Markt, zur Zivilgesellschaft, das ist alles erörtert worden. Aber ich denke, dass da eine gute Mischung aus diesen etatistischen und eben gerade eher subsidiaritätsorientierten Vorstellungen eine Möglichkeit ist, vor allem für bessere Institutionen aus einer grünen Sicht zu argumentieren und für öffentliche Investitionen. Und das scheint mir ein Punkt, bei dem man sicherlich Schwerpunkte setzen könnte, um diese Erzählung auch fortzuschreiben. Vielen Dank. Rudolf. Ja, Rudolf Speth. Ich mache gerade ein Forschungsprojekt zum Thema Zusammenarbeit zivilgesellschaftlicher Organisationen, sprich Helfergruppen, mit staatlichen Verwaltungen beim Thema Hilfen für Flüchtlinge. Und da untersuche ich vor allem auch Landratsämter. Und die Landratsämter haben sozusagen diese Eigenschaft, dass sie eine Doppelnatur haben. Das heißt, sie sind auf der einen Seite staatlich, auf der anderen Seite kommunal. Und da geht es nicht um Gerechtigkeit, sondern die staatliche Seite ist dafür da, dass sozusagen, wenn man es pathetisch ausdrücken möchte, der Auftrag des Grundgesetzes sozusagen ausgeführt wird, nämlich gleichartige Lebensverhältnisse. Also das heißt, die Geflüchteten müssen irgendwie alle sozusagen gleichartig betreut oder beziehungsweise so zum Thema gemacht werden. Auf der anderen Seite arbeiten diese Landratsämter ganz gut zusammen mit Helfergruppen, wo sie genau dann sozusagen ihr anderes Gesicht zeigen, nämlich als kommunale Einrichtung. Und mein Eindruck ist,
dass die relativ gut zusammenarbeiten. Da geht es natürlich dann nicht um sozusagen um Fragen der Gerechtigkeit, sondern der für mich, glaube ich, entscheidende Punkt ist, dass es personale Beziehungen sind. Das ist natürlich dann wiederum ein Problem, weil die natürlich da so und so aussehen können. Und was ich auch noch festgestellt habe, es gibt offensichtlich in der Bundesrepublik deutliche Unterschiede von Verwaltungskulturen. Und die lassen sich natürlich nicht so schnell ändern. Beispielsweise sieht es in Sachsen-Anhalt ganz anders aus als in Bayern beispielsweise oder auch in Stadtstaaten wie Berlin. Also das heißt, die Zusammenarbeit von zivilgesellschaftlichen Helfergruppen mit, ich nenne es jetzt mal staatlichen Einrichtungen oder Organ oder Institutionen, ist ganz unterschiedlich ausgeprägt. Und es ist auch, und der letzte Satz, es ist auch unterschiedlich ausgeprägt, ob zivilgesellschaftliche Akteure sagen, wir sind Lückenbüßer oder wir erledigen eigentlich Aufgaben des Staates, oder ob sie diesen Satz nicht formulieren und beide einfach sagen, wir arbeiten wunderbar zusammen. Also da verbirgt sich ein ganz unterschiedliches Staats- und Gesellschaftsverständnis nochmal dahinter. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Stefan Gosepart. Eine wichtige Funktion des Staates fällt mir sofort ein, die noch gar nicht genannt worden ist und die Sachen meines Erachtens zusammenklammern. Nämlich, wenn die Gesellschaft sich organisiert und über Fragen der Gerechtigkeit streitet, und dann würde ich auch sagen, da gibt es richtige und falsche Antworten, aber sie streiten sich doch, dann gibt es von einer bestimmten Minimalkonsens mal abgesehen, ein bestimmtes Verfahren, wie wir den Streit austragen, nämlich durch eine Demokratie. Und das heißt, wir brauchen bestimmte Institutionen, die überhaupt diesen Austausch der Debatte zwischen Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen. Und das scheint mir sozusagen die wichtigste staatliche Funktion zu sein. Und dann wird innerhalb der Demokratie dann funktional darüber entschieden, welche weiteren Aufgaben der Staat machen kann. Aber wenn man jetzt eben sagt, das würde ich eben auch sagen, dass zur Gleichberechtigung der Bürgerinnen und Bürger gehört, dass wir uns wechselseitig in einem bestimmten demokratischen Prozess so behandeln, dass unsere Meinungen zählen und dass wir eine Prozedur haben, den Meinungsstreit auszutragen, dann ist das eine wesentliche Grundfunktion der Gerechtigkeit, die staatlicher Institutionen bedarf. Und alles Weitere folgt dann. Vielen Dank. So, jetzt würde ich vielleicht nach vorne gehen. Gibt es noch einen dringenden Wunsch? Bitte schön, nehmen wir noch einen. Mein Name ist Cedric Jürgensen, ich bin Stipendiat bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Meine Frage bezieht sich auf diese starke Abgrenzung, die vor allem Herr Hank gestellt hat, zwischen Etatismus und Liberalismus. Und da würde ich sagen, als jemand, der sich im grünen Spektrum bewegt, dass man das gerade eben nicht so auseinanderstellen sollte, sondern es so verstehen sollte, dass der Staat ja gerade der Freiheitsgarant ist. Und der Staat muss und soll als primäre Aufgabe die Freiheit aller Menschen gewährleisten. Aber Freiheit bedeutet auch die Freiheit von Dingen. Und für mich bedeutet Freiheit halt eben auch, dass eine gewisse Umverteilung in der Gesellschaft stattfindet. Weil wie frei kann ich sein, wenn jemand, dem ich gegenüber bin, 1000-mal mehr verdient, 1000-mal mehr Kapital zur Verfügung hat, als ich es habe. Auf der anderen Seite hat der Staat im Moment eine sehr paternalistische Funktion, was zum Beispiel Drogenkonsum angeht. Da wiederum haben die Grünen ja immer einen sehr liberalen Ansatz vertreten. Und da sehe ich gerade dieses Zusammenspiel und gerade die Abgrenzung von anderen Parteien, die Grünen ja, was die Grünen bringen können und anbieten können an den Wählern, dass sie eben nicht das so stark differenzieren. Vielen Dank. Wir wären, nur dass Sie nicht enttäuscht sind, jetzt schon bei den letzten Worten. Hier oben, nicht gleich unten beim Getränk, da gehe ich davon aus, dass Sie in republikanischer Tradition die eigentliche Diskussion überhaupt erst anfängt. Rainer Hank, Sie hatten sich ja schon vor den Fragen gemeldet, jetzt kommen noch ein paar dazu. Ich wollte unbedingt als Abschlussfrage von meiner Seite nochmal den Punkt von Stefan Gosepart eigentlich reinbringen.
Wenn ich nach öffentlichen Institutionen frage, dann liegt die Pointe weniger in dem Begriff der Institution des auch, sondern mehr in dem Begriff der Öffentlichkeit. Und diese Öffentlichkeit ist ja gefährdet. Das ist ja eine ganz andere Beschreibung der Spaltung, wenn man sich etwa anschaut, wie die soziale Durchlässigkeit des Bildungssystems in Deutschland sich heute darstellt. Ich denke, da sind wir, vermute, da sind wir einer Meinung in Relation zu anderen Gesellschaften. Da gibt es ja sehr interessante Kennzahlen, wie das in unserer Gesellschaft etwa erlahmt ist oder zumindest deutlich abgenommen hat. Gut, also nochmal die Frage der Öffentlichkeit und weitere Fragen, die Sie sich notiert haben, letzte Worte an das Podium für heute und an das Publikum. Gut, ich muss ja erst den Cliffhanger noch einlösen, genau. Und zu Frau Dobner was sagen, und das versuche ich mit einer kleinen Polemik. Ich interpretiere das, was Sie gesagt haben, als geradezu mustergültigen Ausdruck von Bürgerverachtung auf der einen Seite und Staatshypostasierung auf der anderen Seite. Sie sagen, die Bürger, die haben Meinungen, die mögen mal ein bisschen besser und mal ein bisschen schlechter sein, aber da ist kein Verlass darauf. Deswegen brauchen wir Verlässlichkeit, und das geben wir dem Staat. Und der Staat hat gesichertes, ich glaube, durch die Waschmaschine der Aufklärung hindurchgegangenes Wissen, was im Verbund zwischen Wissenschaft und staatlicher Gouvernementalität dann die richtige Linie ist. Das halte ich für ein typisches Beispiel von Anmaßung des Wissens, wo ich neuerdings, seit diese Nudging-Debatten losgegangen sind, es besonders verwerflich finde, wie es ein Bündnis von Wissenschaft und die sagt, evidence-based, wissen wir das, und Regierungshandeln gibt, wunderbar von Ihnen skizziert. Und außerdem noch mit dem falschesten Beispiel, das gerade Sie dementiert. Sie haben nämlich gesagt, wenn wir nun wissen, dass das Öl ausgeht, dann müssen wir ja darauf reagieren, auch wenn andere Leute anderes sagen. Ja, wir haben eine Zeit lang gemeint, es gibt Peak Oil und dann ist es rum damit. Im Moment schwimmen wir in Öl, also gerade das zeigt, Anmaßung nicht nur des Wissens, sondern Anmaßung wissenschaftlicher Erkenntnis zur Instrumentalisierung von Regierungshandeln. Ich warne davor. Das war die Einlösung des Cliffhangers. Halten Sie davon, was Sie mögen. Ich würde gerne eine kleine Kurve noch machen, weil es dazugehört zu einer Frage von Ihnen vorher. Wie ist das mit Bill Gates, Mark Zuckerberg etc., also reichen Leuten, die Geld in die Welt werfen und Gutes damit tun, ohne dass Regierungen vorher gefragt werden, ob sie dies denn auch dürften, und dann sagen die Menschen, das sei undemokratisch. Und ohne dass sie großartig Steuern zahlen. So. Das wird immer dazu gesagt. Zuckerberg zahlt prima Steuern. Das Grundmodell dafür ist das sogenannte Ingo-Schulze-Modell. Kennen Sie das? Geht ganz schnell. Ingo Schulze, ein ostdeutscher Schriftsteller, hat vor, glaube ich, 5 Jahren einen Eon-Preis, Literaturpreis bekommen für seine Romane. Und dann hat er gesagt, ich lehne das ab. Das ist ja noch mal schöner. Die machen dicke, fette Gewinne und wollen mich davon irgendwie freundlich behandeln. Ich nehme nur Geld an, wenn es durch die Waschmaschine des Staates durchgegangen ist. Also das Argument lautet, besteuert diese Energiekonzerne ordentlich, dann geht das Geld an den Staat, und der Staat kann ja Literaturpreise vergeben. Das ist einfach nochmal dasselbe. Das ist unsere Form staatsverherrlichenden Denken. Nur beim Staat ist die objektive Vernunft, zu wissen, wie man richtig Geld ausgibt. Nein, wenn Menschen, also nehmen wir mal an, ich weiß schon, wir könnten jetzt auch in der Debatte der Besteuerung von Großkonzernen einstellen, und da ist nicht alles so in Ordnung, das zugegeben. Aber jetzt nur zu sagen, die haben von unversteuertem und deswegen eigentlich unrechtmäßig erworbenen Gewinnen zum größeren Ehre ihres Unternehmens Geld ausgegeben, das trifft einfach den Sachverhalt nicht. Er trifft vor allem den zentralen normativen Punkt einer freien Marktgesellschaft, würde ich jetzt da auch sagen, die das Eigentum rechtfertigt. Jeder kann mit seinem Eigentum machen, was er will. Und wir wissen doch nicht, wollen wir sagen, dass auch der Staat Wohlfahrt fördert, indem er Geld ausgibt. Aber warum die Privaten nicht, lassen wir doch da auch einen Wettbewerb zu, aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt habe ich schon fast zu lange geredet. Zur Öffentlichkeit.
fällt mir nichts Richtiges Gescheites ein, das lasse ich den Experten für der Normative Orders und was Herr Gosep gesagt hat, was ich verstanden habe, könnte ich nur nicken und zustimmen. Deswegen eine letzte Bemerkung zur Frage des Widerspruchs von Etatismus und Liberalismus. Ich glaube tatsächlich, also dass gedanklich da Tertium non datur gilt, dass sich die Sachen weiter reiben, dass Politiken und Politiker beide Traditionen aufnehmen können und immer darin irgendwie in Schwingungen bringen können, ist davon unbenommen. Würde gerne schließen mit einem Satz zur Freiheit, die Sie angesprochen haben und meinen Helden nennen, nachdem Habermas und Luhmann schon genannt ist. Meiner heißt in letzter Zeit immer wieder stärker Wilhelm von Humboldt, der frühe Wilhelm von Humboldt mit einer grandiosen, nicht genug zu preisenden Staatsschrift aus den späten oder den frühen 90er Jahren des 18. Jahrhunderts, Versuch über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Und da heißt, das muss ich mir extra aufgeschrieben, da heißt es, der Staat gehe keinen Schritt weiter als zur Sicherstellung der Bürger gegen sich selbst und gegen äußere Feinde notwendig ist. Da ist die klare Zäsur des Tertium non datur drin. Er enthalte sich jeglicher Beglückung seiner Bürger. Es ist beste deutsche Aufklärungstradition und nicht fieser Neoliberalismus. Ich finde, Humboldt kann man empfehlen. Frau Dobner, Sie waren dir unmittelbar angesprochen und das wäre schade, wenn man jetzt da nicht nochmal direkt dranbleiben würde. Bin jetzt nicht ungeduldig. Ich meine, es sind ja, wenn ich vielleicht nochmal einen Gedanken kann, ich meine, es ist ja nochmal eine Frage, inwieweit man sagt, wenn wir Staatlichkeit oder öffentliche Institutionen letztlich im Modus der Demokratie begreifen, dann hätten wir gerne die Entscheidungen dort. Und eine andere Frage, inwieweit man in der Demokratie letztlich sowas wie einen Wahrheitsanspruch erheben muss. Ich kann mir auch schlecht eine Position vorstellen, die nicht irgendwie von der Wahrheitsidee angetrieben ist, egal wo sie steht. Herr Hank, Ihre Polemik funktioniert nur, weil Sie mich nicht verstanden haben oder weil Sie mir etwas in den Mund gelegt haben, was ich nicht gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, die Wahrheit ist immer beim Staat und weil der Staat die Wahrheit hat, kann er irgendwie sagen, wo es lang geht. Das habe ich überhaupt nicht gesagt, sondern ich habe mich auf der einen Seite, und das war ein Teil meines Argumentes, war zu sagen, es scheint mir nicht richtig zu sein, jedem Argument, das von jedem beigebracht wird oder herbeigebracht wird, normativ einen Gleichheitsstatus zu verleihen. Und ich meine, und da sehe ich auch sozusagen meine Wissenschaftlichkeit nicht gefährdet und sonst was nicht gefährdet, ich meine, und da können wir jetzt beim anderen Beispiel bleiben, es ist nicht gleich, ob ich sage, alle Menschen sind gleich oder ob ich sage, Neger dürfen hier nicht rein. Beides sind Auffassungen, die man so oder so haben kann. Und ich würde ganz klar und deutlich sagen, es möge mir keiner kommen und sagen, sind halt zwei gleichwertige Argumente. Sie sind es nicht. Und vor diesem Hintergrund habe ich mich gegen den Vorwurf des Moralismus gewandt und habe den in Frage gestellt und gesagt, nein, also so wie ich die Sache sehe, gibt es bestimmte Argumente, die aus normativen Gründen, und diese normativen Gründen finden wir in dem, was nach meiner Meinung nach unsere gemeinsame Ausgangsbasis ist, nämlich einige Grundüberzeugungen, die wir letztlich der Aufklärung auf den kurzen Nenner gebracht verdanken, wo man nicht einfach alles sozusagen in Wohlgefallen und Gleichheit auflösen kann. So, das war der Punkt 1. Und der zweite Punkt war, weil wir als Gesellschaft streiten müssen, über die Frage, wie wir leben wollen, brauchen wir eine Sphäre, in der das passieren kann. Und diese Sphäre nenne ich Staat. Was jetzt nicht heißt, dass quasi die komplette Bürokratie und alles, was man jetzt, da sind wir wieder am Anfang, davon gedeckt ist oder von dieser Notwendigkeit gedeckt ist oder damit einfach eins in eins geht. Was ich aber nicht gesagt habe, ist, dass wenn dann irgendwas im Staat entschieden wird, dass der dann immer recht hat. Das ist einfach ein Zusammenwerfen von zwei zwar zusammengehörenden, aber analytisch doch stark zu trennenden Argumenten, die ich gemacht habe. Nur noch mal, weil Sie sich alle vorhin so gewundert haben, wie das denn sein kann, dass die Ungleichheit immer zunimmt und man trotzdem bestimmte Entscheidungen getroffen hat, die letztlich dazu geführt haben, mehr Ungleichheit zu haben, was dann irgendwie so implizit bei Ihnen beiden, jetzt auch bei Ihnen, Herr Mau, so in der Feststellung
endete oder mir zu enden schien, sage ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger, na, wenn die Leute nicht so dagegen sind, dann wird es ja schon irgendwie auch okay sein. Ja? Mein Eindruck ist, dass man die letzten 20 Jahre nicht korrekt erzählt, wenn man nicht gleichzeitig auch erzählt, dass es nicht nur der Wille der Einzelnen ist, sich da sozusagen auszustatten mit Gütern und die Kinder auf Privatschulen zu schicken und so weiter und so weiter. Das ist ja nur die helle Seite dessen, was in den letzten 20 Jahren passiert ist. Und die dunklere Seite davon ist, dass gleichzeitig wir im Grunde ein massives Anwachsen von sozusagen Leistungsforderungen haben, die mit dem zusammenhängen können, was Sie in Habermas zitiert haben, kann schon alles gut sein, die aber trotzdem dazu geführt haben, und das mögen Sie jetzt nicht neoliberal nennen, aber es ist trotzdem eine Entwicklung der letzten 20 Jahre, dass die permanente Anforderung, dass man sich selber gefälligst um sich selber kümmern müsste und dass, wenn man das nicht schafft, man eben selber auch schuld daran ist, die Gesamtlandschaft doch erheblich verändert hat. Und meines Erachtens für niemanden zum Guten. Selbst für diejenigen nicht, die da ganz oben an der Leistungsspitze stehen, weil auch für die nach meiner jetzt, das können Sie sicherlich genauer sagen, Auffassung eigentlich diese Veränderung, diese, ich nenne es jetzt nochmal verkürzt, wissend, dass es komplexer ist, aber diese neoliberale Wendung doch zu einem erheblichen Anstieg an Stress, an Verlustängsten, an allen möglichen Nöten, also von der kleinsten Ebene bis im Grunde zum großen und ganzen Geschäft geführt hat. Wenn ich zum Beispiel meine Studis einmal im Semester, halte ich denen eine Predigt, die darüber geht, dass ich in meinem ganzen Studium keine einzige Klausur geschrieben habe. Und ich möchte meinen, aus mir ist trotzdem was geworden. Wir haben uns in der Zeit, in der wir studiert haben, doch alle Zeit der Welt gelassen. Wenn die nach 3 Jahren nicht fertig sind, dann stehen die unter Strom. Die sind das im ersten Semester, die jungen Leute entscheiden sich in meinem Falle dafür, Politikwissenschaft zu studieren. Ja? Im ersten Semester, am ersten Tag, in der ersten Vorlesung, ist die erste Frage, die ich kriege, was müssen wir denn in der Klausur machen? Und niemand kann mir sagen, dass das in irgendeiner Weise vernünftig, ein Fortschritt, gesund oder sonst irgendwie weiterführend ist. Das ist es einfach nicht. Also das heißt, wenn man sich über die Frage von Ungleichheit, dann muss man auch die Klimaveränderung dieser letzten 20 Jahre angucken. Einen allerletzten Satz zum Thema Verhältnis Staat-Zivilgesellschaft. Ich glaube, man kriegt nicht den richtigen Eindruck über die Schwierigkeiten dieses Wandels von Staatlichkeit zu Zivilgesellschaftlichkeit, wenn man sich das, wie das jetzt heute Abend ausschließlich passiert ist, in der sozialen Sphäre anguckt. Also die Zivilgesellschaft, die bei der Flüchtlingsbewältigung hilft oder die jetzt die in der Schule beteiligt ist, weil es da immer um eine Kooperation mit der Zivilgesellschaft geht in einem Bereich, in dem es um die Zivilgesellschaft geht, in dem sie unglaublich kompetent ist, in dem ihre Beteiligung unterstützend im Grunde klassische soziale Partizipation ist, Gemeinnützigkeit im weitesten Sinne oder gesellschaftliches Engagement. Ich glaube, der eigentliche Clou dieses seit Anfang der 90er Jahre, also spätestens seit der Konferenz von Rio, international und global geforderten Beteiligung, der verstärkten Beteiligung der Zivilgesellschaft bei gleichzeitiger Behauptung, die öffentlichen Akteure und die Staaten wären ja gar nicht mehr in der Lage dazu, das zu machen. Der eigentliche Clou ist nicht, dass irgendwie Herr Müller und Frau Meier in der Schule gefragt sind oder im Flüchtlingsheim gefragt sind, sondern der eigentliche Clou hinter der Geschichte ist, dass das, was als Zivilgesellschaft da draußen rumturnt, in den wenigsten Fällen Herr Meier und Frau Müller ist, oder wenn es die beiden sind, dann ist ihr Auftrag, irgendwelche Dinge zu machen. Aber, und jetzt doch ein letztes Wort, wenn ich mir das im Bereich der Wasserpolitik, habe ich mir das eben ziemlich genau angeguckt, die Behauptung, die Staatengemeinschaft ganz allgemein sei nicht in der Lage, die komplexen Probleme des Wassersektors zu lösen und müsse deswegen jetzt von der Zivilgesellschaft unterstützt werden, hat über 15 Jahre dazu geführt, dass Herr Meier und Frau Müller, die sich sehr klar darüber waren, dass sie keine Privatisierung wollten, immer und immer und immer wieder unter den Tisch geredet wurden und dass die großen sich hinter der Zivilgesellschaft verbergenden kooperativen Akteure, die Wassergesellschaften, versucht haben, großen Reibach zu machen. Und
da spielt die Musik, glaube ich, in diesem Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft. Vielen Dank. Steffen Mau, Sie haben auch eine Reihe von Fragen. Ich will trotzdem noch mal die Ausgangsfrage ein bisschen auf die zurückkommen. Und zwar, da würde ich an den Governance-Steuerungsexperten eigentlich jetzt erst recht sozusagen ein bisschen, also nicht, der würde mir Nüchternheit im Abschlussplädoyer fast nicht reichen. Wie könnten sich denn diese Sphären, die Frau Dobner aufgefächert hat, wie könnten die sich denn irgendwie interessanter verbinden und verzahnen, als wir das bislang erleben? Ich bin gar nicht so ein großer Governance-Experte. Es klang ehrlich gesagt für mich ein bisschen so, ja. weil das vielleicht ist es auch der lange Aufenthalt in Bremen, ganz spurlos geht das nicht an einem vorüber. Ich schließe jetzt mal nochmal, versuche ein bisschen die Runde zu schließen. Was Frau Dobner, was Sie jetzt gesagt haben zu den korrosiven Effekten von Ungleichheit, das teile ich vollständig. Ich versuche darüber nachzudenken, warum in einer Mehrheitsdemokratie Leute zum Beispiel die Steuervorschläge der Grünen Partei abstrafen und nicht dafür sind, wo sie doch genau das machen, von dem sie sagen, da leiden alle drunter und das wäre möglicherweise eine Reparaturgeste oder so etwas. Also ich glaube, da hat mehr stattgefunden in der Gesellschaft. Die hat sich massiver und fundamentaler transformiert. Und ich glaube, das ist eine analytische Anstrengung, das zu sehen. Aber das ist ein großes Puzzle. In den Vereinigten Staaten finden Sie dasselbe. Die abgehängte Mittelschicht beschwert sich, aber sie hat jahrelang sozusagen den Steuerreformen von George Bush zugestimmt, die sie in diese prekäre Lage hineingebracht wird. Dasselbe können Sie mit den wettbewerblichen Formen überall. Die sind ja nicht sozusagen nur durch neoliberale Ideologen durchgesetzt worden, sondern durch unsere Kollegen, durch uns selbst zum Teil, an den Hochschulen jetzt und in vielen anderen Bereichen sieht das ganz genauso aus. Vielleicht auch nochmal ein Anschluss an Herrn Hahn. Wenn man Ihr Argument sozusagen der privaten Stifter und sozusagen der Möglichkeit, Steuern zu reduzieren. Wenn man das radikalisieren würde, dann wäre man bei Peter Sloterdijk 2010 oder 11 war es, alle 5 Jahre muss ja eine Sau durchs Dorf getrieben werden. Und es ist immer blöd, wenn sich sozusagen enormes rhetorisches Talent mit mangelndem Sachverstand paaren. Das ist ja bei Sloterdijk bei einigen Themen, die er dort besetzt, offensichtlich der Fall. Und damals hat er gesprochen, sozusagen der nehmende Staat muss abgeschafft werden und die gebende Hand, also das freiwillige Spenden, soll an die Stelle treten. Der Zusammenhang und auch die Effekte von so etwas können wir gar nicht abschätzen. Es gibt Crowding Out, es gibt Komplementarität. Jetzt komme ich vielleicht zu Ihrer Frage. Und es gibt natürlich auch Ersatz, wo die Zivilgesellschaft einspringt, weil der Staat nicht kann, zu wenig Ressourcen hat, personell und organisatorisch nicht hinreichend aufgestellt ist. Und ich glaube, dass es da Formen gibt, die durchaus interessant sein könnten, auch die für die Grünen interessant sein könnten. Ich glaube aber nicht, dass sozusagen dieses Mantra von Private-Public-Partnership oder die enormen Hoffnungen, die zum Teil auf der Zivilgesellschaft liegen, dass die immer eingelöst werden können. Wir werden das in der Flüchtlingsfrage genauso erleben. An den Hochschulen gibt es viele studentische Initiativen. Wenn wir die jetzt sozusagen in 4 Jahren auf dieselbe Art und Weise noch betreiben würden, ich glaube, sie wären alle abgeschmolzen oder tot. Ich mag dazu pessimistisch sein. Ich glaube, es ist ein guter Weg, jetzt zu sagen, da muss jetzt zum Beispiel das BMBF, das Ministerium, Geld reingeben, um die Verträge zu verstetigen. Es müssen Möglichkeiten geben, um das Studium zu verlängern. Es muss vielleicht auch Möglichkeiten geben, um länger BAföG zu bekommen, wenn man in solchen Dingen aktiv ist. Und ich glaube, das sind genau die Momente, wo der Staat sozusagen in eine Art von Daueraufgabe hineinwachsen muss, die er anfänglich nicht so ohne weiteres hat bewältigen können.
Und dafür braucht es Ressourcen, ist ja auch das Thema sozusagen der Frage der Finanzierung angesprochen worden. Ich will jetzt keine Steuerdebatte hier vom Zaun brechen. Natürlich haben wir bei den Neuigkeiten noch nie so viele Steuereinnahmen historisch. Na klar, natürlich unser Bruttoinlandsprodukt war auch noch nie so hoch. Die Staatsquote ist ja relativ stabil. Das Tafelsilber ist verschleudert. Wir haben öffentlichen, privaten Reichtum und öffentliche Armut zum Teil, wenn man die kommunale Ebene anguckt. Und das ist etwas, wo man sich was holen kann. Vielleicht noch ein allerletzter Punkt, da alle jetzt ihre Säulenheiligen genannt haben. Habermas war gar nicht meiner, sondern ich würde mich auf Ralf Dahrendorf beziehen. Ich bin auch ein Skeptiker des übertrieben paternalistischen Staates. Da stehe ich eher sozusagen an der Seite von Rainer Hank. Ich glaube auch nicht, dass man Leuten über Nudging oder über andere moralische Vorschriften Dinge anempfehlen soll. Ich glaube, der Staat ist dafür verantwortlich, Lebenschancen bereitzustellen. Eben dieser Dahrendorfsche Begriff. Dafür sind Institutionen ganz entscheidend, Ressourcen spielen eine Rolle und Rechte spielen eine Rolle. Und ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann kann man viele der Fragen, die wir heute diskutiert haben, auch mit solcher sozusagen mit so einem Prisma der dieser Begrifflichkeit der Lebenschancen durchaus sozusagen auch ergebnisoffener diskutieren und könnte da auch sehen, wo der Staat möglicherweise Nachholbedarf hat und wo auch die Zivilgesellschaft oder auch private Stifter eine ganz wesentliche Funktion einnehmen können. Also ist jetzt ein bisschen versöhnlich am Ende, aber ist ja manchmal auch nötig. Vielen Dank, Steffen Mau. Meine Damen und Herren, wir könnten hier ewig weiterreden und sollten das auch in der Demokratie. Wir tun es schon morgen früh um 10 Uhr wieder hier mit einem Streitgespräch von Cem Özdemir, den Sie gerade schon erlebt haben, mit Ulrike Herrmann, einer sehr engagierten Kollegin von der TAZ. Ich, nachdem hier diverse Referenzen genannt wurden, ende ich mit den Beatles. Come together right now, und zwar einen Stock tiefer. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen im Publikum für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Sie fanden es so spannend wie ich. Und der letzte Applaus geht natürlich an Rainer Hank, Petra Dobner und Steffen Mau hier vorne. Vielen herzlichen Dank.